Der spätere Vizekanzler Erich Mende schildert in seinem Buch ein Erlebnis von der Ostfront, das ihn später oft in Träumen heimgesucht hat. Mende war im September 1943 Hauptmann und Regimentsadjutant im Grenadierregiment 84, das im Mittelabschnitt der Ostfront eingesetzt war. Während der Absetzbewegungen litten alle Soldaten unter ständigem Schlafmangel. In einer Nacht saß er gemeinsam mit dem Kommandeur, dem Nachrichtenoffizier, dem Fahrer und dem Funker in einem Horchkübel, als der Fahrer vor einer Weggabelung fragte: Herr Hauptmann, rechts oder links? Der für die Navigation verantwortliche Mende war längst hinten auf seinem Kartenbrett eingedöst. Im Halbschlaf und ohne auf die Karte zu schauen, antwortete er: Rechts. Minuten später hörten sie eine gewaltige Detonation. Ein deutscher LKW war links abgebogen und auf eine eigene neue Minensperre gefahren. Die Soldaten wurden dabei buchstäblich zerrissen. Hätte Mende links gesagt, hätte es den Kübel erwischt.